was einfach die schnellste Sprache ist. Wie so häufig. Und here we go. So, das Spiel startet mit so einem kleinen Rückblick. Guacamelee One hat mit diesem großen Bossfight, den wir jetzt hier sehen, beendet. Allerdings jetzt eine einfache Version von dem Bossfight. Ich meine, Guacamelee 1 hatte verschiedene Enden. Und das Intro von Guacamelee 2 ist das gute Ende von Guacamelee 1. Wo wir voll aufgepowert sind, alle unsere Hits und Mechaniken hatten. Und normalerweise verliert man nach dieser Intro-Szene die ganzen Moves, die man in Guacamelee 1 gelernt hat. Aber schauen wir mal, ob uns das hier auch passiert. So, jetzt kommt der Bosskampf Phase 2. Hier sieht man auch üblicherweise die stärkste Attacke. So, und damit haben wir Guacamelee 1 erledigt. GG. Komischerweise steht der Run aber nicht im Leaderboard. Ich weiß gar nicht warum. We have five moves. Four moves. I did a dash and a uppercut and a headbutt and a body slam, which was all of their own colors and they break different shields. So, und jetzt in dieser herzzerreißenden Cutscene verlieren wir unsere großartige Maske. Ja, in dem Spiel gibt es viele Glitches, beziehungsweise insbesondere einen, der am Anfang ausgenutzt wird. Einfach weil wir relativ bald relativ viele Moves können dürfen, die wir eigentlich noch nicht dürfen sollten. Modulo Grammatik, Verzeihung. By entering a door was while using opening the map menu, we can press start to open up the main menu, and actually change where the main menu is to where we are doing the SDG. So this changes the index for where the menu is, and by exiting the game. We can just warp around the world like that. And you're gonna see that a lot. So, so er hat jetzt kurz erklärt den Hauptglitch, den er sozusagen verwenden wird. Man kann sich so eine Art Warp-Glitch machen, indem man in einer Tür das Pause-Menü öffnet und dann dadurch manipulieren kann, wohin man gewarpt wird. Juan, or the main character, just got has a little family and is enjoying his life. Like, take up a bit more weight. Just a bit. And after Guacamelee 1. Just going on his way to buy some. So, und ihr seht auch schon wieder die schnellste Fortbewegungsmethode in diesem Spiel, wie in vielen Spielen hüpfen. Set up the first SDG glitch. We'll be doing many, sometimes setting up, sometimes saving and quitting. So, jetzt kommt er gleich an den Ort, wo er diesen ersten SGD glitch ausführt. Yeah, you can. Also SGD für Select Door Glitch. So, er geht durch die Tür und muss im gleichen Frame dann die Tasten drücken. And I have, if you've seen, all my human's ability. So,
Und ihr seht, plötzlich hat er durch diesen Glitch alle seine Attacken wieder, die er eigentlich zu Beginn des Spiels verloren hat. Und jetzt gleich hat sein volles Moveset wieder, was das Spiel natürlich deutlich angenehmer macht. Er muss ein bisschen aufpassen, dass er die gleichmäßig hochlevelt. Die Attacken leveln hoch, wenn man mit dieser Attacke einen Gegner besiegt. Und er will die Attacken natürlich gleichmäßig hochleveln und deswegen wird er immer mal wieder die verschiedenen Attacken wechseln. Now the main reason we want those two abilities, one, movement through certain areas, and two, the final boss has shields that require you to use that ability, one of each, to break through the shields and actually damage them. So story-wise, it's just a lot of void things like Tetris blocks appearing in the world, and we just talked by our mentor to follow him into the darkest timeline. Yeah. So it's a bit finicky because right now we are in the dark timeline. Wrong. And now we are the baddest timeline. Oh. So in dem Spiel gibt es verschiedene Zeitlinien, die wir jetzt gerade mal wechseln konnten zwischen Dark und jetzt Badass. El Presidente has been kidnapped by ninjas. Are you a good enough home? Oh, El Presidente. So mein Portugiesisch ist leider unglaublich schlecht. Dimensions between World of the Living and World of the Dead, and by switching some between dimension at some point like here, we can just despawn NPCs to get the casting go faster. So, ihr seht, er kann zwischen den verschiedenen Dimensionen der Welt der Lebenden und der Toten wechseln, und dadurch, dass er wechselt, kann er NPCs despawnen, die ihn sonst aufhalten würden. And we're back to normal Juan, the one we have in Guacamelee 1, like at the end of first game. Yeah, we won't be much longer, no. We won't be using it for much longer since we are using the latest patch in the game, and they introduced challenges with a few more costumes, and one of them is really powerful. And we are going to use it. Yes. So they've added five costumes. They have five costumes that have advantages and disadvantages, yep. And the one we are going to use is double damage and half stamina regen, which are the circle, yellow circle under the blue bar, which is. Yeah. So we're going to change here to Salvador. You don't want to, like, you could get into that menu you saw right there the moment you get into this screen. However, if you do that, you soft lock the game because you can't do anything anymore. So don't do that. Now just a tiny bit of platforming these guys. So, jetzt sind wir mal in der ersten Action-Szene hier angekommen. Man muss ein bisschen aufpassen, je nachdem, was man tut, kann man das Spiel soft locken. Das wollen wir natürlich nicht. Aber das war jetzt entspannt. Und Salvador, the main bad guy in the game, wants to become the strongest man in the Mexiverse. However, he has to collect a tree. In der Story geht es darum, dass der Hauptgegner Salvador der stärkste Mann des Universums werden möchte, selbstverständlich. Und er muss dafür aber drei spezielle Items finden, und wir sorgen uns natürlich darum, dass wir die vor ihm kriegen. Called the Mud Phantom Eulers. Oh. It is Los Mangares, oh, yeah. But yeah, it's one of those things. Nice. Don't distract me. However, we're not even going to see the Council of White Chiefs. No. We're just going to get past it. Yes. So, we're going to do another SDG there to set up. So, ja, der Stream-Titel, der hat sich noch nicht geändert. Unser Bot ist gerade ein bisschen komisch drauf. We found out the main menu is set up to this town, like Pantamilo, Los Manglares, and we're not gonna do any SDG for some time, and you're gonna see what's gonna happen like around 10-12 minutes later.
For now, things are pretty normal, straightforward. Just, yeah, straightforward, going to the first temple. So, jetzt ist erstmal der etwas anstrengende Setup-Part durch. Wir werden jetzt erstmal die Levels ganz normal spielen. Mit dem ersten Bosskampf oder Mini-Bosskampf hier. Ja. Und ihr seht ja schon, der Kampf ist einfach so viel einfacher. Denn diese ganzen Moves, die er jetzt machen könnte, die sollte er eigentlich noch gar nicht können. Aber da wir dieses Setup am Anfang gemacht haben und dadurch, dass wir jetzt so diesen Fliegemove machen können, ist es verhältnismäßig einfach. So, und hier ist er jetzt auch da, ich hatte es gerade schon erzählt, seine Moves upgraden zu können. So, right now, Jade Temple, normally in terms of story, this is where the Jade Relic is, but we are mainly here so that we can get Poyo Power, which allows us to turn into a chicken. So, und jetzt holen wir uns gleich in diesem Tempel die nächste Power, die uns erlaubt, uns in ein Hühnchen zu verwandeln. Seid gespannt, wenn ihr das noch nie gesehen habt. Chicken Power for the win. So, bevor wir hier erstmal den nächsten Boss wieder verprügeln und seine Helferslinge. We have those arenas and we need to kill every enemy before progressing. These stickies tend to be very annoying. They love to run around, jump around, avoid every single punch that you throw at them, so hitting them with a uppercut is not as easy as Na, das ist sehr guter Kampf. Normalerweise, diese Gegner hüpfen ziemlich viel durch die Gegend und versuchen nicht immer auszuwechseln. Aber nein. Das funktioniert ganz gut. So ein sehr freundlicher NPC. Der Wächter des Jade-Tempels. So, und da uns der Wächter grundsätzlich sehr wohlgesonnen ist, hilft er uns jetzt freundlicherweise, diese Brücke zu übergehen. Use Godfrey to progress around the map, which is the fastest way to move in the game. And you can see, like in this temple, you shouldn't have the dimension swap already. Oh, I'm gonna. Yeah, a lot of the mechanics in this dungeon are built around swapping between the land of the living and the land of the dead. Which shouldn't have at that time, but since we have them, we can skip cycles. Yes. A lot of cycles. Ihr seht vielleicht diese Streifen. Ich habe gerade schon erklärt, es gibt ja das Land der Lebenden und das Land der Verdammten in diesem Spiel oder der Toten. Und üblicherweise muss man in diesem Dungeon immer zwischen den verschiedenen Welten wechseln, aber da wir jetzt alle diese Fähigkeiten schon haben, seht ihr diesen Streifen, der uns sozusagen automatisch immer die Dimensionen wechselt. Und das macht natürlich viele Puzzle und viele Schalterrätsel viel, viel einfacher für uns. $25 from Tiny Tim saying, "Hi all, so happy to be attending my first ESA event. Good luck to Shfu and all the runners this week. Cheers! Thank you, Tiny Tim, for your donation." Und ja, wir sind immer noch nicht Germans, aber wir haben dankbarerweise auch viele German-Leute, die uns aushelfen. So, Hühnchen. Lange versprochen, jetzt sehen wir sie zum ersten Mal. Not grab a wall when you just want to slide past the wall in this game definitely is a very guilty of sticking to walls. And if you were wondering why I
went all the way around a certain room. It's just because I needed to go this way to skip an arena trigger. There you go. Here is our favorite skeleton, like, giving us a lift. Very kind. Wieder mal unser sehr freundlicher Dungeon-Beschützer. Und das scheint, die beiden Runner oder der Runner und der Kommentator meint gerade, das Skelett ist sehr enttäuscht, dass wir nicht über seine Puns lachen. Ich bin etwas überrascht, das klingt so ein bisschen nach Undertale alles. Ich habe das Spiel leider nie wirklich selber gespielt. Aber das klingt alles danach, als ob ich das mal in Deutsch oder zumindest in Englisch spielen möchte. Carried over when you roll into a wall on a conveyor belt, causing you to just fly back. So, wer liebt sie nicht, die Förderbänder in jedem Spiel immer gern genommen, weil sie einfach nur nervig sind. Aber alles gut gegangen. Das Spiel und die Movement-Sets erinnern den einen vielleicht auch so ein bisschen an Celeste. Nur deutlich weniger schwierig. This room you should have been there in the land of the living, and since we are in the land of the dead, all those balls, purple balls, you can't touch purple things in this game. Also, auch der Raum war jetzt eigentlich dafür ausgelegt, dass man im Land der Lebenden ist. Ihr seht diese schwarzen Bälle, die euch eigentlich töten, wenn ihr im Land der Lebendigen seid, aber da wir durch unsere Fähigkeiten die Dimensionen oder die Länder wechseln können, das ist kein Problem und die töten uns nicht. Weil im Land der Toten sind wir eh schon tot, also was helfen uns da irgendwelche Kanonenbälle? So, yeah, we make a lot of use of all the power and the power of Salvador there. Just to get rid of enemy really easily. Yeah, it's insane how powerful he is. Like before the DLC came out, like Juan does deal good damage, but just dealing double damage is insanely good. The stamina regen reduction normally would be quite a hindrance because you start off with 2 stamina, but because we use the SDG glitch, we have 12. I think it's 13. 13. It's plenty. Way more than enough. Yeah. At least for the beginning of the game, because arenas aren't that that long, and since you should have only the rooster uppercut and the eagle boost, which is what we use to like grapple through to those yellow thingy, like right there, the yellow eagles, they don't use make you use your power a lot. Alright, so this is one of those sections where, again, you see the land of the living and the land of the dead going forward and in between is lava. So, hier seht ihr auch, also, ne, das ist schon bemerkenswert, wie dieser eine Glitch, der das Spiel einfach so kaputt macht, aber trotzdem fühlt sich das Spiel so ein bisschen so an, als ob es so geplant wäre. Ich meine, das könnte jetzt auch als irgendwie ein so gewolltes Level durchgehen, dass man in diesem Bereich sein muss, zwischen dem Land der Lebenden und der Toten. Ästhetisch auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Oder ansprechend vielmehr. We also have $10 from Shigan saying, "Hey Shfu, good luck for your run. Just don't lose the game." Quite topical. Thank you both for your donations. Yes. A lot of players playing the game. Like right behind me. Yeah, since we can dimension swap this part, we can just go straight down dimension swap to this part. Yay, Autoscroller, genau so sieht's aus. This is the we are almost at the end of the Jade Temple. There are just one more room. Jetzt haben wir es aber fast geschafft. So, ihr seht übrigens auch oben diese gelben Tennisbälle. Das sind eigentlich seine Stamina, also seine
seine Ausdauer für seine Tricks. Eigentlich hätte er in dieser Phase des Spiels nur 2 oder 3. Jetzt hat er 12 oder 13. Das ist vollkommen egal. Through the entire dungeon, you can see a skeleton in certain locations. So now we're getting ready. So, und wir haben es jetzt durchs Dungeon wieder rausgeschafft. Und los geht's zum zweiten Boss. Oder der erste Boss, wenn man jetzt den Initialboss von Guacamelee 1 ignoriert. So. Selbstverständlich haben wir unsere Chicken Fans auch am Start. Guacamelee 2 soundtrack, along with the Guacamelee 1 soundtrack, is just excellent. They have remix versions for both the World of the Living and World of the Dead, which just makes for just excellent, excellent soundtrack. So Amunyeko itself is a very straightforward fight. There are three phases. I should say three cycles. There are two phases, three cycles. So the first cycle, you... So, der Boss ist verhältnismäßig straightforward. Der hat insgesamt zwei Phasen mit jeweils 3 Zyklen. Und ihr seht die Attacken ja hier schon. Kann man verhältnismäßig gut vorher planen. Selbst wenn er von den fliegenden Hähnchen hier getroffen wird, seht ihr an der blauen Leiste, seine Lebenspunkte macht das nicht so wahnsinnig viel aus. Also verhältnismäßig entspannter Kampf hier. KFC ruft an, ja, so sieht's nämlich aus. Die Attacke von KFC. Ich weiß nicht, also so stelle ich mir das Ganze vor, wenn Anonymous mal eine KFC-Filiale aufmacht. Steht einer hinterm Tresen und schmeißt einfach mit so Hühnchen unter einer Maske durch. Kentucky Fried Guacamole, so sieht's aus. But we did what we had to do. Now we finally get Poyo power bestowed upon us by the Chicken Pope. The Chicken Illuminati. So, jetzt besuchen wir den Hühnchenpapst. Damit meine ich nicht KFC. The relic was just guarded by that, damit wir uns dann endlich selber in ein Hühnchen verwandeln können. Since the way we have to go is too small for us to fit. Ja, so habe ich mir den Hühnchenpapst doch vorgestellt. Paolo Power! So. Er hat gerade das Spiel beendet, um den SGG-Glitch wieder aufzusetzen. So, und hier haben wir endlich mal Poro-Action. Chicken Run. Sehr gut. Also es wird Poyo gesprochen. Ich weiß es nicht, ich bin da nicht kompetent und wenn ihr mir in den Chat schreibt, wie es ausgesprochen wird, hilft mir das auch nur bedingt, ehrlich gesagt. Außer ihr schreibt Lautschrift. Aber ich bemühe mich um Besserung. Aber allein der Blick von diesem Hühnchen ist einfach unglaublich großartig. Wieso bin ich ein Huhn? Poyo. Warping around, like it's getting a bit confusing if you don't know what you are supposed to do in the game. So basically now
you should have the Jade Relic, and you are going to Villa Chula to give it to Jaguar Javier, which is the tiger we've seen in the beginning of the game. I went a bit too far. Should be fine. Wir werden keine Wetten gemacht. Ihr seid ja schlimm da. Ich mach keine Hahnkämpfe. Und schon gar nicht gegen den Hühnerpapst. So now we encounter Hagaway Javier. While we did skip that previous small cutscene, that also unlocked the Poyo upgrade tree for us. So now we can upgrade various Poyo powers, which will be very useful later on. So, wir sind jetzt dadurch, dass wir jetzt, wir haben zwar eine kleine Cutscene geskippt, aber der Kollege da hilft uns jetzt, unsere Poyo Power zu unseren Poyo Power Tree sozusagen zu unlocken. Das heißt, wir können da jetzt unsere Hühnchenaktionen, Hühnchenangriffe, was auch immer, hochleveln, genauso wie wir es mit unseren normalen Angriffen macht. Ja, ich lerne dazu. Meistens. Ich bemühe mich. This was the cutscene we skipped. It's a bit too long, as you have seen. And if I was in the land of the dead, I would have skipped a lot. Hühnerpower finde ich gut, ja. Wir bleiben jetzt bei Hühnerpower. Ist auch viel besser als Poyo. I'm in Villa Chula. And we are going to the Badlands to get another SVG. This, right now, the part is just going through some. Da sehen wir jetzt die Tech Trees, haben wir kurz gesehen. Jetzt werde ich hier schon wieder mit Essen gespoilert, ey, das ist ja schlimm. Schlimm mit euch. So viel zu unseren Hühnerpowern. Einfach mal das komplette Stage überfliegen. So, und unsere nächste Mini-Boss-Sektion. Aber easy every time. Dieses Drüberfliegen mit dem Wechsel zwischen der Hühner und der menschlichen Form, das ist ziemlich einfach, ziemlich schwierig, das Timing hinzukriegen. Also nicht unbedingt der einfachste Trick, aber er spart einem halt unglaublich viel. Er sagt gerade, er hat 4 Tage gebraucht, um den Trick zu lernen, um es konsistent hinzukriegen. So for time of movement, before we were dodging and jumping, and now it's just the fastest way to move is by turning into a chicken. Ja. Ihr merkt vielleicht auch, dass er mittlerweile sein Standardbewegungspattern geändert hat. Vorher ist er immer durch die Gegend gehüpft. Jetzt, da wir die Chicken Power haben, können wir uns einfach in ein Huhn verwandeln, denn das Huhn ist die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit, wenn wir mit dem Huhn rennen. Um weniger Gehopse. This is what changes between the previous run that was run at AGTQ, which run into with a earlier patch. Just adding this place change. Yeah, this here is the Obsidian Temple. Normally we have to go through here to get various upgrades, unlock El Infierno. We're not going to do it. We don't have time for that. We're gonna get into El Infierno right away. We're just talking to this that gives. Der Tempel ist eigentlich ziemlich lang. Er erlaubt uns ein paar Fähigkeiten abzugraden, aber das braucht halt alles kein Mensch. Wir haben ja unseren Glitch. Wir gehen direkt zu dem Boss. Warum auch nicht? Upgrades sind sowieso überbewertet. For the story so far, what we know is
why Salvador is seeking relics. It's because it opens the El Otro Mundo, which is where the God of Time stores all his guacamole. Aber ich frage mich tatsächlich die ganze Zeit, was Guacamole damit zu tun hat. Wir reden hier immer nur von Hühnchen. Ich weiß nicht, ich habe noch nie Guacamole mit Hühnchen gegessen, aber das ist, glaube ich, gar nicht so gut. So, er muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, wie ihr seht, denn er muss sich bewegen und dabei gleichzeitig das Menü offen halten, damit er den Glitch ausführen kann. Und wenn er da etwas falsche Inputs macht, dann verlässt er das Spiel, was gar nicht so gut ist. Im Vergleich zu dem Banjo-Kazooie-Game, was wir gerade hatten, will man hier nicht unbedingt das Spiel verlassen. Das speichert nicht ganz so gerne. It's not required to finish to have it to finish the game. You just have to get good with Swapper Being if you don't have the glide, and that's it. And for safety reason, measure I'm gonna grab the glide later on. Now back to Villachula, because we talked to El Diablo, which told us that Salvador has now these three relics, because Hogwarts Javier worked for Salvador. We got betrayed. Yeah, he did this before, he did it again. And we just have to go back there to get those relics back. Time for a donation or two? Yes. All right. We have a $15 donation from Tanud saying, good luck to all the runners. And two donations, $10 each, one from Beliar and one from Anonymous, with no comment. Thank you very much for your donations. Keep them coming. Yeah. Oh, yeah. We see Salvador with the three relics. And sunglasses. Yes, sunglasses, please. There you go. You guys better shield your eyes. This is going to get very bright. Oh, swag. Jetzt wird's hell. Passt auf eure Augen auf, Leute. Ich hoffe, ihr habt alle eure Sonnenbrillen dabei. Hallo Zelda. Spoiler. You merge all Triforce pieces to get a natural chip. Basically, right now, because Salvador has used the three holy relics, which are totally not the Triforce, to create this Nacho chip, the Salvador hat jetzt die drei magischen Reliquien benutzt. Around the map, everywhere. Deswegen fällt jetzt die ganze Welt auseinander. Und ihr werdet so schwarze Spots sehen, wo einfach ein Teil der Welt fehlt. Blah blah blah. He just got through in a prison cell. Yeah. Which is a really comfy cell. Yeah, look at that bed. It's great. But the toilets have a little problem. Just a tiny bit. Tiny little problem. Yeah, we're gonna need a plumber for that. Hmm. You can have a chandelier in here. Oh, I just noticed that. Yeah. Just more cutscenes, like saying you shouldn't have come there, and it's already too late to stop him. Now you might not see him, but there's actually a chicken telling us to jump into the toilet. That's dirty. We're not gonna do that. Und die Kacke ist auch am dampfen, oder so. Quit the game and get to. Das war eine sehr verstörende Cutscene, muss ich gestehen. Also beenden wir einfach das Spiel. I'm the end of the prison.
prison also contains the so, der nächste Bauglitch. Poyo Slide, and Poyo Slide again is needed to actually being able to damage the last boss. So from this point on, we get Poyo Slide and we simply try to get to Salvador as quickly as possible. So enjoy a few moments of chicken fight. So das ist jetzt mehr verstörender, als ich es eingestehen möchte. Stehen dieses Huhn, das sich da durchlümmelt. Gleichwohl, wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem letzten Upgrade, das wir zwingend brauchen, um den finalen Boss legen zu können. Nämlich Poyo Slide, mit dem wir so Dash-Attacken mit dem in der Hühnerform machen können. Und wenn wir die Attacke haben, dann können wir uns mehr oder weniger auf dem direkten Weg zum finalen Boss machen. Oh, wir sind jetzt in dem Verlies der Chicken Illuminati. Dieses Spiel wird immer mysteriöser. So, wir haben unseren Slide. So, und wir sind jetzt auf dem Weg in den letzten Teil des Spiels. Was, die Chicken Illuminati sind KFC? Ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt, wo du es sagst. Ja, fair enough. Hier ist der Hauptcharakter ein Huhn, in Zelda ist Link ein Hase. Ich bin kein Hase. Ich mag keine Möhren. Aber ich lebe ja auch nicht in Hyrule. Alles gut. Each time I went to the main menu, to the map menu, just to set up in CG. You might experience some deja vu here, don't worry. It's all intentional. I love that handshake. That's the manliest handshake you've ever seen. Der männlichste Handschlag, den ihr jemals gesehen habt. Ja, das würde ich so unterschreiben. Und dieser Swag-Move aus der Tür raus, das hat schon sehr viel Style. Vor allem gegenüber einem Mann im Rollstuhl. Herzlichen Glückwunsch. So normally at this point we would have to head into El Inferno, get told that we'd have to go around because some workmen were working on fixing something. We do that, go all the way around, fight El Cacuardo. And then finally being able to get to Isla Bonita. Again, SDG makes that completely unnecessary. We just simply skip past. Oh, and here we are. So, wir haben es jetzt gerade schon wieder nicht gesehen. Isla Bonita, wo wir jetzt hier gerade sind, ist eigentlich auch mindestens eine Sektion im Spiel weiter hinten, als wir nicht sein sollten. And for the last SDG. So, jetzt folgt der letzte Door-Glitch. Main save file and just save and quit and we're back to the entrance of the Serpent Temple. And now that's the serious part of the run actually starts there. Yeah, so there's no more teleporting, there's no more... So, nee, wir sind noch nicht schneller als geplant, ganz im Gegenteil. Jetzt fängt der harte Teil des Runs eher an. Das bisher war jetzt mehr so Vorgeplänkel, aber jetzt geht's richtig zur Sache hier. Und der Run wird auch deutlich anspruchsvoller. Denn jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir nicht mehr diesen Equipment-Vorteil haben. Wir haben ja die ganze Zeit schon mit vollem Moveset gespielt, obwohl wir es noch gar nicht haben sollten. Das Level ist jetzt tatsächlich darauf auch ausgelegt, dass man das volle Moveset hat. Dementsprechend wird es jetzt deutlich schwieriger für uns. Hier sieht man schon, vorher konnte er die Minibosse in ein, zwei Hits platt machen.
Und hier muss er sich gleich mal 70 Mal durch die Gegend prügeln. Ah, war sehr guter Kampf. His engine is also divided into three sections and each section has this. Hier seht ihr jetzt auch sehr diese schwarzen Löcher, die aufgetreten sind, weil er ja mit seinen Reliquien rumspielen musste. Einfach die Welt kaputt gemacht. Ah. Da wird er gesniped. Ja, der Gegner ist besonders fies, weil normalerweise kann man da einfach so drüber hüpfen, aber wenn er gerade entschließt, euch anzugreifen, dann habt ihr halt keine Chance und werdet runtergeschlagen. So, hier ist die Reihenfolge wichtig, in der er die Gegner fertig macht. Denn die Schwertjungs sind am gefährlichsten, aber der Typ mit den Knochenstangen kann die Schwertjungs beschwören und wir wollen natürlich möglichst wenig Schwertjungs, deswegen haben wir den zuerst platt gemacht. Weiter geht's. So this is like one of the trickiest rooms in the run because you were required to use your polio abilities to break through the shields. However they are, the enemies are spaced in such a way that you can't really hit multiple with the same attack, making it so that you run out of stamina pretty damn quick. And again, das ist jetzt ein ziemlich fieser Raum, denn ihr seht vielleicht diese Schilde, die um die Gegner drum sind, die kann er nur in Hahnengestalt durchdringen und muss da sehr aufpassen, dass er sein Stamina ausreichend konserviert. Denn, das war ein ganz gutes RNG, aber es kann schon passieren, dass die Gegner so spawnen, dass man nicht mehrere mit einem treffen kann. Und dann hast du ein Problem. Und diese Snake Blocks sind wohl auch bekannt aus einem gewissen anderen Spiel. Leider den Cycle verpasst. Also den klassischen langen Weg. Oder den geplanten Weg vielmehr. Well, I don't have donations, but I can talk about one of our partners, ViewSonic Elite. We'd like to thank our long-term partner ViewSonic Elite for providing all the gaming monitors for the event, like the one that you see on the stream in front of you. With over 30 plus years of experience working on CRT to 1 millisecond LCD monitors, ViewSonic Elite is using that knowledge to take their gaming products in a new direction, and we thank them for their support. This game is, in that sense, if you do tend to die in this game, usually there is some checkpoint relatively nearby, which, also ihr merkt schon, das Movement ist jetzt deutlich präziser als in den vorherigen Levels. Glücklicherweise wird man nicht allzu sehr bestraft, wenn man stirbt, denn die meisten Räume haben am Eingang einen Checkpunkt. Und hier seht ihr schon, da plant das Spiel eindeutig, dass man all diese Movements jetzt hat, sonst, wenn man sich da durchprügeln muss, ist man gut beschäftigt. Das war ein bisschen böse, der Bounce. Ah, sieht gut aus. So, jetzt muss er einmal gerade nachgucken. Ich hatte ja gerade gesagt, die Upgrades basieren darauf, wie häufig er einen bestimmten Angriff verwendet. Er muss jetzt sicher sein, dass er die richtigen Angriffe verwendet. So. Da jetzt leider auf den Cycle warten.
we have time to talk about another of our partners? Yes. All right. Now let's talk about the Yeti. The Yeti has a special line of ESA merchandise just for this event. We have 3 shirts and a pin. Some amazing designs on the shirts and the pin. And hey, for every shirt you buy, $5 of your sale, of your purchase, will be going straight to the charity, and another $4 for every pin you buy will also be going to the Swedish Alzheimer's Foundation. Check out their awesome ESA selection and other gaming items at www.theyeti.com/ESA. Thank to the Yeti for their support. So, lost a bit, sometimes because of I didn't have enough kills to upgrade my abilities. And upgrading abilities. So, die Kills haben leider nicht gereicht. Er hat seine Upgrades nicht so ganz erreicht. Das wird ihn ein bisschen Zeit kosten. Aber naja. Ja, wie gesagt, die Route ist sehr eng, was diese Upgrade-Counts angeht. Da muss man genau aufpassen. Denn auch wenn es so aussieht, so wahnsinnig viel kämpft er jetzt hier nicht. Zumindest deutlich weniger, als das Spiel einem anbietet, sozusagen. So muss er jetzt 1-2 extra Cycles gerade warten, damit er seine Kills zusammenkriegt, damit seine Upgrades funktionieren. Wait, that was a Butterfinger. Yeah. Instead of switching dimension, I switched to human form and got killed instantly. Ihr seht jetzt auch, jetzt verlässt sich das Spiel darauf, dass ihr diesen Dimensionsswitch hinkriegt. Sonst kämen wir da nicht durch. Was wir vorher ausgenutzt haben, weil wir es noch nicht hätten haben dürfen, ist jetzt required. So. Und der nächste Autoscroller-Part, den er aber überspringen möchte, hat aber den Swap nicht ganz gekriegt und deswegen den Cycle verloren. Also nochmal. Selbst wenn er jetzt noch ein paar Fehlschläge hat, ist es immer noch schneller, den Autoscroller zu überspringen, als auf die Schlange zu warten. This one we can either break the shield and kill them or just send them to the void. He just jumped into right the in. That was a really nice arena. Yeah. Very good. Now we fly past. Fly past through this whole screen. And go back to the crusher part. There is a few screens with those crushers that kills you instantly because of the red spikes. Yes, as you can notice, this game is filled with colors, and all the colors indicate many things that happen. If it's not breakable blocks, it is also which attacks you can and cannot dodge. Ihr seht schon, das Spiel ist sehr farbenfroh. Die Farben haben aber durchaus auch eine Bedeutung. Zum Beispiel sind Items, die rot sind, euch sofort töten. So dass man, wenn man das Spiel anfängt zu spielen, so langsam sich daran gewöhnt, welche Farben was bedeuten. Und es nicht nur ästhetisch ist. Yeah, for some reason that trigger is placed right as you enter the door, and using the dash punch just doesn't trigger that trigger. So, jetzt haben wir gerade noch einen Arena-Kampf geskippt. Aus Gründen, die wir auch nicht verstehen, aber der Dash-Punch durch diese Boxen durch hat einen Trigger geskippt, der einfach nicht ausgelöst wird. Wenn er jetzt da normal durchgelaufen würde, würde er noch einen Arena-Fight machen müssen. Aber ja, wir nehmen mit, was wir kriegen können, nicht wahr? In between dungeons,
dimensions. And this is one of the reason I get back to get the Puyo Glide. Because you can do that by using SD swap hopping, but it's really hard and really tight. So those electric guys are the worst in this game. Just literally the worst. That's a decent fight. This arena can screw you up really hard with this electric guy. So jetzt durchaus einer der schwersten Sektionen hier in dem Spiel gewesen. Aber gut geklappt. Even more platforming with a dragon, a serpent chasing us. And which is the last one we see them. Yeah, basically, it might seem as if he's chasing us, but really he's just trying to get out and we just set him free. So he's very grateful for us. And we are onward to the last arena of the game. One of the last arenas. So. So langsam nähert sich dieser Dungeon dem Ende. Wir kommen jetzt zur letzten Mini-Arena, oder zumindest die letzte, die wir bekämpfen müssen. Es kommen zwar noch welche, aber die können wir dann skippen. So, wir haben hier nur vier Gegner, aber die haben es in sich. As you see, all my stamina gets refilled. And now, fully upgraded, that is just melting enemies. Yeah, it's already normally an amazing ability, and now you have double damage, it's just done. Just wrecks everyone. So this was the last relevant arena, and we get to the last relevant vertical part. Vertical ascension. After this room filled of all the enemies you can get, almost. So, nach dem nächsten Enemy Spam Room kommt jetzt die letzte vertikale Sektion des Spiels. That's a really hard trick to do first try. Schöner Skip. As he lands on the snake creates momentum. You switch between dimensions, you carry over the momentum to glide underneath the void. And as you glide underneath, you can Puyo shot your way up. It's very tight, so easy to quite simply hit the void, hit the lava. And not only that, if you mistime your jump when switching, you have to jump to glide, to explain that. But if you press A as you switch dimensions, you still jump because the game doesn't want you to fall right away. Using the Wily Coyote effect there, and you just jump into the void. So it's very important to time that all right, and getting that first try is just really, really good. So, ich hoffe, ihr habt den englischen Kommentar verstanden, denn das Setup für diesen Trick war sehr präzise und sehr sehr fies, dass ich es euch jetzt schlecht übersetzen kann. So, jetzt kommen wir doch mal hier Action in die Runde. Giant Chicken Alarm. Jetzt soll mal das Management von KFC über den Weg laufen. Dann hat aber Holla die Not. So. So viel zum Thema, es gibt keine ernstzunehmenden Arena-Kämpfe mehr. Ich glaube, wenn man hier nicht die Super Chicken Power hat, dann hat man aber auch echt verloren. Und all die Kohle, die man eingesammelt hat, schade, dass man es jetzt nicht mehr braucht, aber gut.
Salvador, but after all. So, auf geht's zum finalen Boss. El Salvador. If you have any donation or information you need to, you can go ahead. I have plenty of donations. Oh. Starting off with $50 from Anonymous saying, no donations? That's sad. Here, have ein ziemlich großer Ofen, würde ich sagen. $10 from Proc, much love from Australia, keen for a week of ESA. $10 from Duke Jan, I've had it with all these Mexican fajita snakes in this Mexican fajita game. And $10 from Nikolai Kutlev, time to donate in this event. Greetings from Bulgaria. Thank you all for your donations. Thank you. So they just opened Aero Tremendo and Wei Peck, which is the character on the right, just send us back to our timeline. But we need to fight Salvador to get back there, to restore the timelines. So, wir sind mittlerweile wieder in unserer Zeitlinie angekommen, müssen aber unbedingt wieder zurück, um Salvador zu besiegen und die Timelines wieder in Ordnung zu kriegen. Ihr seht, von der Map ist gar nicht mehr so wahnsinnig viel übrig, nur noch vier schwarze Löcher. Und unsere Familie ist auch eher besorgt, uns wiederzusehen. Just saying abracadabra just opened the portal. A tiny portal. A tiny portal. It's ja. Big, but gets also ich als Kind wäre deutlich mehr verstört, wenn sich mein Vater plötzlich in ein Hühnchen verwandelt, aber gut. Vielleicht ist man das da ja so gewohnt. Die Frau ist das gewöhnt, offensichtlich, alles klar. Sehr gut. Also dann, auf zum Boss. Wayback is in our way. Normally that would be the boss in Obsidian Temple. As we have skipped that, we're just gonna do round two. Like, we assume just we've done round one, we're done, cool, let's just do round two, let's get it. It's gonna be very hard, very tricky, and we're done. So, wer sich wundert, das war ein sehr schneller Kampf. Ich habe das Gefühl, das war jetzt gar nicht. Doch, es war so einfach. So, aber ihr seht, die Welt ist mittlerweile ziemlich im Argen. So. Im finalen Kampf gibt es zwei Phasen. In der ersten gibt es zwei große Schlangen, die wir besiegen müssen. Und in der zweiten Phase kümmern wir es uns dann um Salvatore selber. Und jetzt sehen wir auch endlich unsere Glorious Guacamole. Spooky. So, jetzt geht's ab hier. So, the snakes have three different attacks. They can either shoot a laser in different direction or shoot meteor or just go. Die Schlangen haben drei verschiedene Angriffspatterns. Sie können Laser schießen, sie können diese Partikel schießen oder sie können den dritten Angriff, den wir hier sehen, von unten zubeißen. Natürlich wollen wir, dass sie die ganze Zeit oben bleiben, damit wir sie hitten können. So. So, man versucht beide Schlangen jetzt gleichzeitig zu töten, denn in dem Moment, wo man die erste getötet hat, wird sich die zweite schneller bewegen und das möchte man natürlich verhindern und das war jetzt perfekt getimed. Beide sind nahezu gleichzeitig tot. So, und nun die finale Schlacht. So, das Schild kann er jetzt nur als Menschform brechen. Und das andere Schild kann ich tatsächlich nur als Chicken brechen. Oder deutlich einfacher als Chicken brechen. Muss jetzt immer ein bisschen drauf achten. Auch welche Farbe er auswählt. Hat mir es gerade schon mal die Farben sagen, mit welchen Attacken man angreifen kann. Shields and dimensions.
Ja, und Salvador wechselt natürlich nicht nur zwischen den Schildern, sondern auch zwischen den Dimensionen, sodass man auch darauf noch aufpassen muss. Where he drops in with the snakes, and the last one is he charges across the screen. When he charges across the screen, he's invulnerable and he's dead. And we're getting close to time. Yes. We are getting close to time. Und das war er. And there you go, we cured him. Like die nächste Maske bricht. Wir haben die Maske gebrochen, denn die Maske war das, was ihm übel gemacht hat. Und natürlich nicht die Guacamole. May I interject with a quick donation? Yes. We have $100 from the Yeti saying, they're saying, hey all, Yeti here. We're excited to be partnered with this amazing event. Good luck to all the runners. Save the frames. Ja, ich möchte nicht ausschließen, dass das Spiel einen gewissen Grad an Bitterbarkeit hat, aber das ist okay. Just trying to get back together, like trying to see why they aren't together anymore, but just because both of them are too busy with either Lucha or something else. Very, very, yeah. Lucha is life for Chivo. Yeah, and with Salvador dead, unfortunately, that we've all the relic back to their original places, all timeline now. Ja, und die Monster-Tetris-Blöcke werden jetzt auch verschwinden. Salvador ist tot. Wir können die Timelines fixen und haben die Welt gerettet. Der Franzose spielt das Spiel nicht auf Spanisch, sondern auf Portugiesisch. Was aber einfach die schnellste Sprache ist in dem Spiel. Genauso wie man Speedruns von Breath of the Wild üblicherweise auf Deutsch sieht. Guacamole is a great game if you want to play it. Like, if you love the first one, you're gonna like the second one. And time is when the screen fades to black. So, und damit haben wir unsere Zeitlinien wieder auseinander sortiert. Alles ist wieder an seinem Platz und time. GG. So, that's Guacamole. Ja, das war Guacamole 2, ein sehr großartiges Spiel. So, das war Guacamole 2. Und wenn ihr dachtet, das ist schon ein schnelles Spiel, dann wartet mal ab. Als nächstes kommt Freedom Planet. Das hat gewisse Anlehnung an Sonic, möchte ich behaupten. Also wenn ihr das Spiel bisher noch nie gesehen habt, freut euch drauf. Wir machen eine kurze Biopause und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich.